Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu CMC Espresso, dem Tagesausblick auf den 30.06. Der Germany 30 leicht im Minus, hat gestern Versuche unternommen, auf ein neues Rekordhoch zu steigen. Das wurde vereitelt an dem Widerstand, den wir gestern im Livestream zwischen 9 und 10 Uhr besprochen hatten, noch im Barbecue-Update dann um 15:15 Uhr. Die 15.753 wurde attackiert. Und es kam hier nicht zu einem Ausbruch, sondern es kommt jetzt zu einem Rutsch unter 15.712, damit zu einer Reaktivierung des 1-2-3-Tops. Also wir sehen schon, dass die Nachrichtenlage nun eine positive war. Gestern Moderna meldet, dass die Verimpfung mit dem eigenen mRNA-Impfstoff Antikörper gegen die Delta-Variante produzieren kann. Moderna, die Aktie gestern über 227 auf neues Rekordhoch ausgebrochen. Zuvor war hier bei 202, so ein bullischer Druckaufbau hat da stattgefunden. Also eine Trendwende hat es hier nicht gegeben. Jetzt wartet jeder darauf, dass es auch offiziell Daten gibt von BioNTech. BioNTech hat ein prozyklisches 1-2-3 über 202,86 aktiviert. Aber hier droht auch nach wie vor, wenn wir unter 211,63 nachhaltig rutschen sollten, eine Top-Bildung. Also jeder wartet jetzt, ist BioNTech eben auch direkt effizient gegen die Delta-Variante. Da ist auf jeden Fall lähmt ein wenig den Reflationstrade. Germany 30, wie gesagt, hier ein bisschen gedeckelt. Man kann es auch ganz gut sehen im US-30. Ja, der hat zwar eine kräftige Erholung gemacht in der letzten Woche, bewegt sich jetzt aber hier im Bereich des Widerstands 34,487 seitwärts, während der Nasdaq auf ein neues Rekordhoch gegangen ist, hier sich weiter auffächert. Also der Reflationstrade, also profitieren von der Wiedereröffnung der Konjunktur, kommt ein wenig ins Stocken. Der Absicherungsbedarf, man sieht das in den USA an den Prämien für Put-Optionen, der steigt. Für die kommenden Wochen und Monate wächst die Bereitschaft, sich abzusichern gegen fallende Kurse. Wir sehen, dass der S&P 500 in den USA, ja, dann doch, wenn man sich die durchschnittliche Bewertung anschaut, nach oben jetzt ausgeschlagen ist, also überdurchschnittlich bewertet ist, sind viele Analysten und Analystenhäuser, die für die nächsten 12 Monate ungefähr ein Kursziel sehen, das auf dem aktuellen Niveau ist. Also wenn man profitieren möchte von so etwas, dann wartet man auf eine Korrektur, steigt dann ein, kommt diese Korrektur, das ist natürlich, steht auf einem anderen Blatt geschrieben, der S&P, wie auch der Dow Jones, keine Trendwende, S&P gerade gestern auf neues Allzeithoch gegangen, Support bei dem SPX 500 Cash CFD bei CMC Markets handelbar bei 4,276. Wir haben gestern den Case-Shiller-Hauspreisindex bekommen, der eben wie die Verkaufszahlen von Bestandsimmobilien auch in der Preiskomponente deutliche Anstiege zeigte. Plus 14,6% sind die Hauspreise laut diesem Index gegenüber Vorjahr gestiegen. Im März war es ein Plus noch von 13,2%. Allein das war ja schon heftig. 14,6% ist nochmal heftiger, stärkster Anstieg seit 1988. Es ist auch gleichzeitig der 11. Anstieg in Folge, also mit einem Plus. Und dennoch scheint ein wenig das Zinsgespenst auf dem Parkett nicht mehr gesehen worden zu sein, hat das Parkett anscheinend verlassen, Germany 30, aber dennoch hier gedeckelt. Also man fürchtet, dass es vielleicht dann doch wieder zurückkommen könnte. Der Drahtseilakt der Zentralbanken, der ist ja nicht beendet, der wird uns noch Wochen und Monate begleiten. Dennoch sehen wir eben, was die Hauspreisaktivität angeht, auch eine gewisse Entspannung, wenn wir uns den Bauholzpreis anschauen. Der ist seit 10. Mai um 55% gesunken. Also da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Man sieht eben mit die Effekte, die eben zu dem Hauspreisanstieg führten, führt man eben sehr stark auf Pandemieeffekte zurück und eben auch auf den Trend, dass die Menschen eben aufgrund von Homeoffice-Arbeitsverträgen von der Stadt ins Land umziehen, dort dann eben der Preiseffekt sehr stark dann zu spüren ist.
Das soll es gewesen sein für den heutigen Tagesausblick. 9 bis 10 Uhr bin ich live mit dem Börsenbuffet und schaue mir die Sachlage am Markt noch einmal detaillierter an.